Hey, was war das gerade für eine Wegfindung? Was hat denn der gemacht jetzt? Keine da lag so ein Lappen auf dem Boden, hast du es gesehen? Konntest ja, ich hol den mal. Also sah zumindest so sehr auffällig aus. Das ist unsere Sache, die ich bei dem Spiel nicht verstehe. Das ist immer so dieses, was kann man aufnehmen, was nicht? Nach welchen Regeln funktioniert das? Öliger Lumpen. Öl für die Fackel. Nimm mit. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Was ich auch finde, ist, dass die Reaktion auf alles, was du machst, nicht hilfreich ist. Das wirkt so, als ob das irgendwie... Die Reaktion hängt nicht mit dem Item zusammen. Das ist nur so eine generische Reaktion. Ich sag nur bei Jane im letzten Kapitel, da hat die ja ständig gesagt, gute Idee, aber so nicht. Oder so ähnlich. Ja, was ich noch schlimmer fand, das waren ja nicht nur diese generischen Antworten. Das war ja teilweise auch eine völlig gegensätzliche Antwort. Das war so, ach, das nehme ich auf keinen Fall mit. Und dann plötzlich wurde es dem Inventar hinzugefügt. Mhm. Da fragst du dich auch so, wirklich, wer schreibt denn sowas? Wirklich, dann sag doch nicht, ich nehme es nicht mit, wenn du es im gleichen Moment mitnimmst, weißt du? Ja, das war so, das brauche ich nicht. Düdüm, ist es im Inventar. Schon absurd, oder? Ja. Ach, weißt du, was das Schlimmste ist? Soll ich dir sagen? Ist die Kiste mit den Seelen von Simbis Armee. Warte. Die Kiste, die dieser riesige Zombie mit dem größten Schwert, das ich je gesehen habe, mit sich rumträgt? Ja, besiege ihn und zerstöre die Kiste. So groß ist sie jetzt auch nicht, das Schwert. Nee, was ich sagen wollte, das Schlimmste ist, wir müssen Papa Doc zum Schluss spielen, ne? Wenn jetzt ihr Bluebelly dran ist und wir hatten schon Jane schon, ist er der Letzte, den wir spielen. Mhm. Okay. Wir lesen uns mal da den Wälzer durch. Da ist bestimmt irgendwas Hilfreiches drin. Das ist Simbis Buch der Seelen. Geschrieben in dieser merkwürdigen Wuchu-Sprache. Mhm. Wahrscheinlich benutze Buch mit Typ. Damit kann ich es nicht lesen. Okay. Na, mach mal, warte, mach mal im Inventar. Du hast den ja im Inventar, den Zombie-Kopf. Mhm. Versuch's mal damit. Guter Gedanke. Kann gut sein, dass da was über ihn drinsteht. Aber ich kann die Wuchu-Schrift leider immer noch nicht lesen. Ja, Papa Doc kann helfen. Ja. Das ist Simbis Buch der Seelen. Auf der linken Seite hat sie die Initialen jeder Seele und jedes Tranks notiert, die sie in Flaschen abgefüllt hat. Auf der rechten Seite ist das Symbol der Flasche abgebildet. Großartig! Dann schmeiße ich einfach alle Flaschen zusammen und befreie alles, was dort drin ist. Wag es nicht, einfach alles zu zerbrechen. Erst musst du prüfen, wofür die Initialen stehen. Sonst könntest du uns alle töten. Okay, hab's kapiert. Wenn ich den Namen des Zombies wüsste, könnte ich seine Initialen im Buch der Seelen finden. Vielleicht ist der Name ja auf seinem Schlüpfer-Etikett oder so, ne? Das ist der größte Zombie aller Zeiten. Er trägt die Kiste mit den Seelen. Wenn ich die Kiste zerstöre, kann ich die Zombie-Armee stoppen. Sogar einhändig. Hast du übrigens gesehen, jetzt bezüglich Bildungsauftrag, dass die gute Saphira, die hat uns letztens naturelle Kreidefelsen gezeigt, ja? Also auch wunderbare Bilder, wo ich. Fand ich ziemlich cool. Also sieht auch sehr, sehr schick aus, sag ich mal. So, solche naturellen. Und Gemälde von Caspar David Friedrich. Ja. Man lernt nie aus, ne? Das ist immer schön. Muss ich dem jetzt irgendwie die Unterhose hochziehen? Gib mir das. Ja, war meine Vermutung. Nein! Ja, im Notfall guckst du noch ein bisschen um. Zum Beispiel da oben diese Puppe, diese Voodoo-Puppe, die da hängt. Kannst du die nehmen? Nee. Nee. Kannst du noch mal tiefer in die Mine reingehen, das geht ja auch. Ich habe so ziemlich alles zerstört, als ich unsere Körper gerettet habe. Und das war immer lustig. Das fand ich wirklich sehr witzig, wie die da auch alle in diesem Kessel gelegen haben. Ne? Also das war so richtig cursed einfach nur. Okay, hier hinten geht's nicht weiter. Also du kannst ja nochmal zum allerersten Screen gehen. Du hast so einen öligen Lappen genommen und der hat gesagt, das ist für die Fackel. Also faktisch kannst du da irgendwie die Fackel da... Die brennt ja schon eigentlich, ne? Mhm. Würde ich jetzt mal... Können wir jetzt hier die Tür öffnen? Und da sind wir gekommen, oder? Ach so, meinst du das? Nee, wir gehen einfach durch. Wir sind dann Geist. Also legen sie da direkt vor den Eingang, ey, wirklich. Ich hätte da so Angst, weil was würde mit meinem Körper passieren? Da müsste nur der falsche Mensch da kommen und schon war's das, ne? Dann bin ich auf ewig ein ruheloser Geist, der durch die Gegend läuft und geistert. Ne?
Kannst du die Fackeln generell nehmen da? Genau. Wahrscheinlich fackelt er jetzt die Tür weg, oder? Vielleicht kann ich die Tür abfackeln. Der Rauch zieht in eine bestimmte Richtung. Ja, schön. Ja, können wir von draußen gucken, vielleicht, wo das hin. Also, wo der Rauch hin. Türbalken berühren. Ich kann ihn nicht hochheben. Wie bekomme ich meinen Körper durch die Tür? Was nützt uns das jetzt? Gut, jetzt müssen wir da. Aha, rauchender Spalt. Jetzt haben wir auch ein. Rauch von einem Feuer, das von unten kommt. Ein Spalt zu den Tunneln hat sich gebildet. Oh ja, zu den Tunneln. Spalte. Tiefer Spalt. Jetzt haben wir einen Grund, das Ding umzuschubsen. Tja, jetzt können wir die Gründungsväter ausräuchern. Ne? Oh Gott, bin ich fertig. So müde war ich noch nie. Und ich war schon mal tot. Ah, du schaffst das schon. Blubelle. Hat das uns jetzt irgendwas gebracht? Ja, ich wollte mal von Inhalt gucken, was das gemacht hat. Rauch von dem Feuer, das von unten kommt. Ein Spalt zu den Tunneln hat sich gebildet. Ja, eigentlich müssten wir das jetzt ja verstopft haben. Also ich würde jetzt nochmal reingucken, um zu schauen, was da jetzt, ob da sich was geändert hat. Was? Ja, offensichtlich nicht. Die Fackel an sich kannst du nicht nehmen da, ne? Ich probier's mal. Ich habe keine Zeit, um sie loszubinden. Nö, du willst ja nur die Tür abfackeln. Dann wäre es nicht sinnvoll, die Fackel mal in die Hand zu nehmen. Ist okay. Das ergibt. Dann lieber so kompliziert mit irgendwie einem rauchenden, ne? Tuch und sowas. Muss ich jetzt irgendwie mit den Gräbern was machen? Ist das ein Bug? Nee, ich hoffe nicht. Noch mehr Pech können wir nicht gebrauchen. Du kannst auch nicht diese Statue nochmal irgendwie zur Seite schubsen, ne? Nö. Hast du den rauchenden Spalt? Weg, du Dummes! Achso, mit deinem Gewicht verst. Was? Hä? Alle mal herhören! Ich bin ein Genie! Ja, aber auch da wieder, das Spiel hat uns impliziert, wir wollen die Tür abfackeln. Klar denken wir nicht danach, dass er da jetzt durch die Decke krachen möchte, ne? Dann mach was. Wie lautet dein Name? Der ist geheim. Gehirne. Satt. Gehirne. Satt. Lass die Kiste fallen. Geht nicht. Befehl von ihr. Queen Simbi wurde gefangen genommen. Du stehst jetzt unter meinem Befehl. Du bist kein König. Wer ist dein König? Du bist kein König. Ja, das habe ich schon kapiert. Das brauchst du nicht nochmal zu erwähnen. Dieser Zombie war Teil unserer Piratencrew. Er dient Flint. Meine Freunde wollen, dass ich dich töte. Ich will das nicht. Und du willst das auch nicht. Setz die Kiste ab und lass uns reden. Ich rede nicht mit Köchen. Hier spricht der Piratenkönig Flint, dein hochnäsiger Befehlshaber, der aus einem nicht nachvollziehbaren Grund ein anderes Mädchen als Jane heiraten will. Sir? Hey, wenn Name das jetzt wirklich so und einfach Rang, geht. Matrose? Elliot, Captain! Hab sie! Wow, tolles Rätsel. Gut gemacht, Bluebelly. Wie dumm war das denn jetzt? Das war überhaupt nicht befriedigend, das war einfach nur dumm. Beides war's mit Bluebelly. Ich dachte, er soll nicht alle zerbrechen. Ach ja. Stopp! Haltet euch zurück! Wer hätte das gedacht, Bluebelly? Nicht schlecht. Ganz ehrlich, das Spiel stellt doch dauernd irgendwelche neuen Regeln auf und bricht sie dann gleich wieder, oder? Also. Ja. Irgendwie. Ach hier, der sympathischste Charakter aller Zeiten. Kommst du spät, mein Liebling? Meine Mutter ist frei! Frei!
Nein, Mutti. Nein. Alle raus hier! Sofort, los! Geil, Brush, ey, wirklich. Komm, ey, irgendwas. Oh nein, ein komisches Voodoo-Ei, oder was war das gerade? Ja, Mama ist ein bisschen unterernährt, oder? Hast du es gesehen? Ah, oh. Papa Doc! An die Kanonen! Verteilt euch, Männer! Zielt auf die Augen! Warum? Diesmal kannst du dich nicht hinter Flint verstecken, Papa Doc! Und vor mir auch nicht! Dieser Kampf muss nicht bis zum Letzten gehen. Ihr könnt uns nicht aufhalten! Lasst uns tanzen! Sind wir jetzt plötzlich? Das war jetzt irgendwie jetzt... Okay. Also weißt du, was wirklich mein Problem ist? Ich glaube, wir machen das jetzt noch und dann sind wir echt durch. Also da war es dieses riesige Monster da vom Prinzip her oder diesen riesigen Dämon da beschworen und dann ist wahrscheinlich danach vorbei. Mhm. Wetten? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur hier irgendwie... Ja. Was war das denn bitte? Hast du gedrückt oder? Nee, oder ist automatisch es gemacht? Ist egal, da wo ich hin klicke, dahin lehnt er sich und ja. Er ist eigentlich, dass du das zeitlich abpassen musst oder so. Ja, nee, ich muss so den Winkel finden, damit wir da auf die Steine werfen, schießen. Spannend, ne? Ich glaube, du musst mal ein bisschen nach links vielleicht. Ja. Kannst du noch ein bisschen nach links bewegen, den Papa Doc, oder? Hä, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du hast doch gerade zweimal das gleiche gemacht und das ist trotzdem irgendwie in einen komplett anderen Winkel geflogen, oder? Hm. Ja, ein bisschen mittiger. Ah ne, der macht da ja... Der geht dann wirklich ganz nach außen, ne? Ja. Das war's doch fast, oder nicht? Und jetzt... Ich verstehe nicht mal, nach welchen Muster das hier funktionieren soll, weißt du das? Und vor allem, das sind jetzt auch irgendwie gefühlt überhaupt keine Rätsel mehr. Ja. Kannst du nach hinten gehen noch ein bisschen? Geht das? Das haben wir noch nicht probiert. Du drückst zwei, dreimal das gleiche und das fliegt immer in eine andere Richtung. Das verstehe ich nicht. Und übrigens, Papa Doc ist außerhalb des Bildes. Ne? Siehst du das? Ja. Der ist außerhalb der Spielwelt. Man merkt, er hat echt keinen Bock mehr hier oder keine Zeit oder was auch immer. Keine Ahnung. Also ich erkenne gerade kein Muster, ehrlich gesagt. Das soll jetzt Spaß machen. Ja. Also du bist doch fast da. Das sah doch eigentlich ganz gut aus, oder? Es muss auf jeden Fall auf der Ebene sein. Jetzt einfach mal da bleiben und weiter nach links oder mal ein bisschen links drücken. Ich weiß nicht. Ich kann nicht mal beschreiben, was du machen sollst, weil ich selbst nicht verstehe. Also. Was sind das für Energie? Lauf mal nach links. Naja, gut. Und wenn er jetzt wieder nach links läuft, dann geht das ja wieder ganz. Da fliegt die Kugel ja ganz nach links, ne? Glaube ich, oder? Ich gehe mal hier einfach mal aus Spaß ganz nach links, was dann passiert. Ja. Ja, hast du gut gemacht. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt musst du einfach die andere Position finden. Da musst du es ein bisschen durchprobieren, glaube ich, einfach. Wow, das ist ja... Wieder sterisch ein Papier oder so. Das ist kein Rätsel für mich. Ja, nee. Du musst ja einfach nur die richtige Position finden und dann... Eigentlich ist es mehr Trial and Error, weil
Ja. Ich sag mal so, du kannst ja nicht irgendwie. Ist ja nicht so, dass der Winkel irgendwie dynamisch sich mit deiner Körperposition mitbewegt, weißt du? Und wirklich das nachdenken muss ich gerade auch nicht. Ja. Das hat völlig random irgendwie, wie die Dinger. Ich finde das echt schade, wie das Spiel jetzt halt wirklich schlecht geworden ist. Ja, aber also extrem. Ich meine, wie gesagt, ihr habt das mitbekommen. Wir hatten die ersten zwei Kapitel ja eigentlich Spaß gehabt, ne? Also das zum Beispiel hätte für mich jetzt getroffen. Das ist doch voll durch eigentlich, oder? Man merkt halt einfach, dass jetzt irgendwie Geld und Zeit ausgegangen ist. Ja. Ja, wir müssen diese überkomplexe Story jetzt irgendwie fertig kriegen. Also, dann machen wir jetzt jeder Charakter darf noch einmal kurz ein ganz kleines Rätsel haben und das war's dann. Hm. Was, ey, komm, das ist doch, was ist das denn, Floppy, wirklich? Vor allem, der ist einfach außerhalb der Spielwelt. Ach so, gut, das haben wir angewählt. Nicht diese Steinformation, die da die ganze Zeit da rechts irgendwie über ihr schwebt, weißt du? Na Katze. Das ist doch furchtbar gerade, oder? Findest du nicht, ja. Ich guck mich auch gerade fragend an. Aber wenigstens schaffen wir von der Zeit her mindestens zwei Folgen. Ich glaube echt, dass wir jetzt nur noch treffen müssen und dann ist das Spiel vorbei. Ja, aber was ist das für ein Finale? Das ist ja fast so unbefriedigend wie bei Monkey Island 4. Das Finale war ja auch ziemlich Mist, ne? Das war auch irgendwie so antiklimaktisch, wie man sich es nur vorstellen kann, ne? Man weiß doch gar nicht mal, was man jetzt wirklich treffen muss. Muss man sie treffen oder die Felsformation rechts? Ich würde sagen, die Felsformation jetzt. Ich gehe mal dahin. Ja, lauf einfach mal wahllos durch die Gegend. Irgendwann triffst du sie. Mach ich die ganze Zeit. Ja. Macht Spaß, ne? Sehr. Also. Das ist Spiel des Jahres Material. Das ist wirklich ein Finale, wie ich es noch nie gesehen habe. Ja, wieso ist das jetzt. Ich verstehe, deswegen meine ich ja, es ist völlig random so, weißt du? Hier schießt du so mittig und dann kaum gehst du nach links, schießt du komplett. Reißt das komplett nach links, ne? Das heißt, für mich ihr müsst mehr nach rechts, aber das ist es nicht. Nee. Dann schießt du komplett woanders hin. Ja, nach unten. Das ist so. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Das ist wirklich gerade nur rumlaufen, bis man mal irgendwann trifft. Ja. Ach ja, das muss auch eine Freude sein, dabei zuzuschauen, aber es ist, gehört dazu, Leute. Was soll man machen? Hallo, Saphira. Ja. Weißt du, Bildungsauftrag für Saphira, erklär uns dieses Rätsel. Nach welchen Prinzipien, nach welchen mathematischen Winkeln fliegt hier die Kugel? Wie? Ja, erklär uns das bitte. Wir verstehen es nicht, wir laufen nur wahllos durch die Gegend. Ich soll jetzt mal einfach hier stehen, wetten, dass es jetzt gleich nochmal woanders hin. Ja. Hey, ich verstehe es nicht. Ja, lauf einfach rum, drück dann dreimal irgendwie auf deinem Standpunkt, wo du gerade bist. Irgendwann wirst du schon treffen, oder? Ich bleib jetzt einfach mal da. Kannst du nochmal? Okay, ist dann immer abhängig davon, wenn du stehst, kannst du nochmal so ein bisschen links und rechts neben den Charakter klicken, da fliegt das immer irgendwie trotzdem anders. Das heißt, bleib mal da stehen, jetzt rück mal ein bisschen weiter rechts. Aber nur so ein bisschen, genau. Weil da müsstest du es ja eigentlich treffen, weil das ging ja. Ah, nee, dann drück mal ein bisschen weiter links. Neben den linken Bein, meine ich. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ach, das nervt gerade. Ja, das ist furchtbar. Okay, beim rechten Bein schießt du nach unten, beim linken Bein schießt du auch nach unten. Also hat es nichts damit zu tun, wo du hinklickst neben die Figur. Das ist völlig egal eigentlich. Dann würde ich erstmal ganz links nach außen gehen, oder? Weil faktisch. Ach komm, ey, Floppy. Ich will nicht mehr. Baron! Hilf mir! Komm zurück zu mir! Nee, lassen.
okay. Ach Mann. Ach, die ist jetzt auch noch da, okay. Die, okay. Aber wieso hilfst du mir? Ich sagte euch, dass ich euch nicht helfen kann, Baron Ogo und Mama Malidai zu besiegen. Aber einen guten Freund retten, da spricht nichts dagegen. Meine Brüder und Schwestern werden sicherlich nichts dagegen sagen. Immerhin bin ich eine Göttin. Ich habe gerade ein bisschen Würfelhusten. Ja, ich spüre auch so einen ganz bitteren Geschmack im Mund. Das ist oh, das nee. Kann doch nicht euer Ernst sein. Echt nee, jetzt? Nee. Alter. Nee, ich habe gerade eine körperliche Abwehrreaktion, weißt du das? Was war das denn für ein Finale? Was war das? Was war das? Wow. Wow. War das scheiße? In Loving Memory, die Arme. Also, das spielt. Oh, sag das doch nicht. Ganz ehrlich. Ich sag mal, ich habe selten ein Spiel erlebt, was so krass abgedriftet ist. Also wirklich, es ist, ich meine, es war von Anfang an kein perfektes Adventure, wollen wir ganz ehrlich sein. Aber es war ein spaßiges, aber ganz ehrlich, wir hatten Spaß. Es war so wie, ach, das ist ein nettes, cooles, alternatives Piratenabenteuer, was wir jetzt hier spielen, ne? Und das ist ja ab der Mitte des Spiels sowas von abgedriftet. So dieser, das vorletzte Kapitel war ja völlig Banane, da fing es ja an, dass es sowas von verzahnt war, dass du gar nicht mehr durchgeblickt hast. Und das Ende jetzt, das hat wirklich gewirkt, ja komm, wir müssen irgendwie fertig werden. Oh, beschwören wir jetzt noch den Dämon. Och, der ist dann wieder weg und die fällt dann in den Abgrund, der fällt in den Abgrund. Also von uns her wurden jetzt im letzten Kapitel ja die ganzen Bösewichte wirklich innerhalb von 2 Sekunden eigentlich, ja, und eigentlich mit Quicktime-Events, wenn du es so willst. Ja. Und richtig ja, schlecht gemacht. Das einzige Rätsel war jetzt wirklich Blueberry, wenn du das als Rätsel bezeichnen kannst, ne? Also mit dem Lappen da, ja, weißt du? Ja. Und, boah, was ist das denn hier? Ich bin gerade echt schockiert, weißt du das? Ernst gerade hier Worte fassen. Ich hab echt gedacht, dass da jetzt noch irgendwas passiert, außer dass die da runterfällt, man gerettet wird, dann steht da Ende. Das war jetzt echt so, wow. Also, ich kann mir echt nur erklären, dass es daran liegt, dass sie zu wenig Zeit hatten. Also, weil, ich sag mal so, diese Story an sich, auch mit der, auch das Ende, also ich hätte mir jetzt, ich stelle mir gerade in meinem Kopf vor, ich versuche gerade mir zu visualisieren, wie das Ende wäre, wenn das richtig gut gemacht gewesen wäre, weißt du, so dieser, so ein schönes Rätsel mit diesen großen Typen da, weißt du, das wäre doch cool gewesen, oder einfach wirklich ein spannender Rätsel-Endkampf, wie mit LeChuck zum Beispiel oder so. Ja. Also jetzt nicht warum haben jetzt überhaupt warum hat sich dieser Baron aufgelöst, weil seine Kumpeline da an die Lava gefallen ist? Irgendwie so. Warum hat er sich aufgelöst? Ja, weil sie hat ihn noch beschworen. Ich weiß es doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das war. Also, das ist. Also, auch so einfach wie uns beim letzten Kapitel oder vorm letzten Kapitel einfach mal alle. Ja, Storys, relevanten Storys so innerhalb von einer Minute entgegengeworfen worden. Das war so richtig schönes Exposition-Dumping vom Feinsten, ne? Also. Alter, tut mir jetzt leid, wirklich. Also, weil Bill Tiller, wie gesagt, wir wollten es ja auch so verteidigen als das bessere Monkey Island 4, aber. Ich meine, würde ich sagen, dass ich mehr Spaß hatte bei dem Spiel als bei Monkey Island 4. Am Anfang ja, aber ganz ehrlich, das Ende hat so runtergerissen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo ich die einordnen sollte. Wie sieht es bei dir aus? Es ist hübscher. Ja. Aber es ist nicht ausreichend. Es ist echt. Alter, Verwalter. Du bist sprachlos, ich merke schon. Ja, ich sag mal, ein Argument darf ja nicht sein, es sieht hübscher aus. Ja, es sieht hübscher aus, ne? So, klar. Aber das mal ist. Mal gucken, jetzt so was kommt. An der After-Scene-Credit meinst du? Das Voodoo Island Cinematic Universe. Ich glaub nicht. Es gibt ja, wie viele Spin-Offs gibt's davon? Na, es gibt diesen Duke Gabrowski oder wie er heißt, oder hast du nicht sowas? Was wohl gemerkt, weil ich nicht verstehen kann, wie das dann durchkam. Also es wurde ja irgendwie mit Kickstarter finanziert, glaube ich. Aber es soll zumindest besser sein, aber da frage ich mich, gut, wie kann das ein Spin-Off sein, weil diese Figur kam mir gar nicht vor. Oder kannst du dich und an ich frage, und ich frage mich gerade tatsächlich, es ist wirklich wer investiert da rein? Wer sagt sich, oh, ja, das war jetzt nicht wirklich gut, aber komm, ich gebe dir mal mein Geld, damit er noch einen Teil macht. Ich kann dir sagen, wer das macht. Das werden Leute sein, die Monkey Island, große Monkey Island-Fans sind, die ja ein
ein großes nostalgisches Gefühl der Reihe empfinden und sagen, ach, Bill Tiller, der kriegt das schon hin. Wahrscheinlich haben die das Spiel noch gar nicht mal so richtig gespielt oder haben sich gesagt, naja, das ist ja unter falschen Umständen vielleicht irgendwie entstanden. Oder dem ist das Geld ausgegangen oder so. Ja, so, das ist die einzige Erklärung, die ich habe, weil, also jetzt mal als Spiel betrachtet, ist das Spiel halt wirklich durch und durch fehlerhaft, so. Also ich sag mal, es gibt halt vor allem, man merkt halt auch richtig, wie am Ende das Geld ausgegangen ist, weil du musst zugeben, dass die erste Hälfte war nicht so verbuggt wie jetzt das Ende. Die Walking-Animationen waren ständig falsch, die Piraten haben keine Schwerter in den Händen gehabt bei ihrer Kampfsequenz. Ja. Die haben mit der bloßen Faust und so quasi luftschwertartig. Hat nur gefehlt, dass die machen. Ja, genau. Aber Alter, Papa Doc, wohlgemerkt, Papa Doc war am Ende auch, hat sich außerhalb des eigentlichen Spielbildschirms bewegt, hast du ja auch gesehen. Also wie gesagt, das Einzige, was ich jetzt hier wirklich positiv hervorheben, also wenn ich jetzt mal, ich werde nicht immer so negativ klingen, ne? Also nicht, dass man mir immer vorwirft, ich bin nur zu negativ. Ich sage jetzt mal positive Sachen, die mir gefallen haben, ist halt wirklich, wie du sagst, die Grafik. Also es gibt so viele schöne Screens, die wirklich so an Monkey Island 3 erinnern, ja. Hallo Katze. Die ersten einzelnen Kapitel waren unterhaltsam, kann man so sagen. Auch, ich sag mal, beim zweiten Kapitel gab es schon so Sachen, wo ich mich teilweise gefragt habe, hä, verstehe ich jetzt storytechnisch nicht, aber ich hatte zumindest Spaß. Mhm. Und von den Charakteren war mir zumindest Bluebelly sympathisch, auch wenn, wie gesagt, die Witze nicht gezündet sind. Aber gut, Jane ist halt, ich sag mal so, Jane ist halt wirklich nur ein paar wandelnde Möpse leider. Muss man wirklich mal so sagen. Ja. Also so wirklich tiefgründig war sie leider auch nicht. Obwohl diese ganze Story, das hätte ja spannend sein können, so, weißt du, so diese Dreiecksbeziehung mit Flint und der krassen Kate oder wie sie heißt, oder die kühne Kate und so, ne? Aber Papa Doc ist wirklich, also ein Arschloch. Also wirklich ein absolut, ich sag's nicht. Es ist ein Arschloch, wirklich ein richtig großes Arschloch, ne? Weil, also wirklich, das ist, wer saß denn da und dachte, ja, ihr Frauen wird's einfügen. Frauen sind Vika, nicht am Mikrofon reiben. Das ist doch dumm, das ist doch wirklich, das ist so richtig hohler, hornloser Humor, wo ich mich wirklich auch fast schon beleidigt fühle, weißt du? Ja, wie gesagt, ja. Es ist nichts einzuwenden gegen edgy Humor, aber da muss doch was dahinter stecken, weißt du? Und wenn einfach alle Figuren hier irgendwie total frauenfeindlich sind, denke ich mir halt irgendwann, wer will da irgendwas verarbeiten? Wer dahinter steckt, wirklich. Also, das war ja nicht nur Paradox, das war ja gegen Ende auch hier Greenbeard und sowas, weißt du? Aua, was beißt du mich jetzt? Ja, nicht, die ist wahrscheinlich Mikrofon. Auch sauer. Die ist wahrscheinlich auch sauer wegen dem Spiel, kann ich verstehen. Also, die muss ihre Aggression jetzt rauslassen. Ne? Ist es halt gerade. Und von mir selbst, ich meine, wie gesagt, unseren kleinen Piraten-Hogi, den fand ich ja wenigstens sympathisch, aber auch er zum Beispiel war jetzt ja auch nicht sehr komplex. Ja, war von mir auch einfach nur, ja, ich bin dick, ich bin Koch und ich stehe auf Jane und möchte die heiraten. So, ne? Ja. Und es gab irgendwie auch, also, es gab keine Auflösung für irgendwas. Also, ich glaube, ich muss das erstmal noch alles verdauen, ehe ich jetzt wirklich da. Ja. Ich bin gerade negativ geflasht. Bist gerade überwältigt, ja. Unterwältigt. Ja, unterwältigt, ja. Oder überwältigt von den negativen Einflüssen oder von den negativen Eindrücken. Ja, das kann man ja auch sagen. Naja, aber so ist das Mikrofon in Ruhe, Katze. So ist es halt manchmal, ne? So ist es halt manchmal, Leute. Ne? Deswegen. Ich meine, ich hoffe jetzt trotzdem, sage ich jetzt einfach mal, dass ihr Spaß hattet an dem letzten Mal. Ja, ich auch. Ich meine, also ich will an der Stelle auch mal sagen, es ist auch nicht schlimm. Also deswegen, ich finde es so wichtig, dass man auch mal reflektiert, was man eigentlich spielt. So, ne? Man muss nicht immer alles toll finden. Ich meine, ich finde es auch mal schön, wenn ich mal höre, hey, ne, ein Let's Player hat die und die Meinung. Also das, nur weil wir jetzt was Negatives über das Spiel sagen, heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem Freude hatten. Und dass hoffentlich auch ihr Freude an dem Spiel hattet. Das hoffen wir doch mal. Oder an dem Let's Play zumindest, ja. Dass es unterhaltsam genug war. Ja. Also ich bin gerade, muss sagen, preis-leistungstechnisch war es super. Denn ich habe dafür 2,90 € bezahlt. Aber mehr würde ich dafür auch nicht zahlen. Vika, jetzt lass doch das Mikrofon in Ruhe. Also wenn es jetzt ein Vollpreistitel wäre, ui. Da hätte ich mich geärgert. Aber jetzt mal kurze Frage. Dieses Vampire Stories zum Beispiel, ist er auch von Bill Tiller oder bin ich da falsch informiert? Das kam davor raus oder danach. Aber ich habe das nie gespielt, so wirklich. Ich glaube, ich habe mal kurz reingeschwert. Da war auch irgendwie das Problem, dass es irgendwie viel zu kurz war oder da gab es auch irgendwelche dem Probleme. Dem ist das oder? Geld, bei Vampire Story ist ihm irgendwann das Geld ausgegangen und da wollte er einen Zweiteiler machen, und um die Geschichte fertig zu machen mit Vampire Story 2, A Bad Tale. Vampire Story 1 ist.
ich habe Vampire Story 1 nicht komplett durchgespielt. Wollte ich mal noch machen. Ja. Aber die Sache ist halt die, Vampire Story 1 ist so, das weiß ich noch. Im Prinzip ist das so, das ist ein Spiel, du kommst ins dritte Kapitel und das ist so vorbei. Weil es gibt, es ist wirklich so Cut und Ende. Ah, cool. Also nicht mal irgendwie ein befriedigendes Zwischenende oder irgendwas. Oder wo man sagen kann, das ist ein Cliffhanger, mit dem ich leben kann. Ist einfach vorbei. Ja, so in der Art. So, eine, so haben mir das alle erzählt. Und ja, deswegen haben okay, dann sollten wir das nicht spielen. Ich wollte mal spielen, aber mir haben alle gesagt so, wirklich warten, bis irgendwann der zweite Teil kommt. Und da gab es auch einen Kickstarter für den zweiten Teil. Hat er zweimal probiert, der Bill. Hat nie das Geld eingenommen, das er wollte. Hat nie funktioniert mit Kickstarter. Und jetzt sitzt er seit Jahren da als Einzelperson dran, weil er es halt unbedingt fertig machen will. Weißt du, ich finde das halt schade, weil ich mich immer frage, also offensichtlich steckt da bei Bill Tiller ja auch irgendwo eine Vision dahinter, hinter seinen Spielen. Ne? Aber da frage ich mich halt wirklich, was ist da, also weißt du, ich frage, was mich jetzt am unbefriedigendsten zurücklässt, ist halt bei dem Spiel jetzt, was wäre gewesen, wenn die genug Geld gehabt hätten und genug Zeit? Das hätte ja ein richtig gutes Spiel, das hätte ja wirklich so ein besseres Monkey Island 4 werden können. Aber so ist es halt wirklich einfach nur ein unfertiges Etwas, ja. Ja, jedenfalls, das war Ghost Pirates of Wujo Island. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Passt auf euch auf und tschüss.